Katars Wolkenkratzer. Sie ragen hoch in den Himmel wie die Ambitionen des Landes. Gebaut von Menschen, die sich eine Wohnung darin wohl niemals leisten können. Sie leben weit weg vom Zentrum der Hauptstadt Doha, am Ende der Autobahnen. Ein Arbeiter aus Kenia zeigt uns den Weg dorthin. Er ist bereit, mit uns zu sprechen, möchte aber anonym bleiben. Wir nennen ihn Ibrahim. Für sein Visum und sein Flugticket habe er kenianischen Arbeitsvermittlern 1500 Euro gezahlt, erzählt er uns. Erst bei seiner Ankunft in Katar 2020 lernte er seinen Arbeitgeber kennen. The same day we arrived here, the same day we started working. We used to do that cement, like building, just contracting. During the hot season, this place is very hot. The degree sometimes goes over 50. It's not easy, my friend. You're going to work outside there. The heat hits you till you feel like you're dying. Wie die meisten ausländischen Arbeiter lässt Ibrahims Firma ihn in einer riesigen Schlafstadt in der Einöde wohnen, Dutzende Kilometer von Doha entfernt. Jeden Abend fahren die Busse der Unternehmen ihre Arbeiter von den Baustellen dorthin zurück. Ohne diese Busse wären diese Männer in der Wüste gefangen. If you don't have a car here, first of all, when you be seen like going around here at night walking, some kind of security people, they call police. They think like you want to run from the company. Bei seiner Ankunft filmte Ibrahim sich und seine Kollegen. Da waren sie noch voller Hoffnung, denn ihr neuer Arbeitgeber hatte ihnen 2 bis 3 Mal mehr Lohn versprochen als in ihrer Heimat, inklusive Kost und Logis. Doch dann der erste Schock. Ihr Lager ähnelt einer Müllhalde. This is the life we are living here in Qatar, Doha. This place is very dirty smelling. The life you are living here is hell. I don't want anyone to know that I'm doing this. Wer in Katar negative Bilder über das Land veröffentlicht, dem droht die Abschiebung. Eigentlich ist der Zutritt zu diesen Lagern für Journalisten verboten. Doch Ibrahim und seine Mitbewohner sind so empört über diese Zustände, dass sie es riskieren, uns samt Kamera einzuschleusen. Seit ihren ersten Tagen hier haben die Arbeiter das Gebäude so gut es geht gesäubert. Doch es fehlt ihnen immer noch an allem. This is our accommodation. See, some come inside, some people sleep down here. In the night, some people sleep down here. Someone do like this, why like this? The company say will provide us bed, the company will provide us food. Diese schäbige Unterkunft ist noch nicht alles. Die Arbeiter erzählen uns, dass sie seit Monaten auf ihren Lohn warten. Every day they promise us to give us the salary and not yet giving the salary. Yeah, it's about a year now, not only me, but all my friends. We try to talk to the company say will take us to police. Some of us want to go back to their countries. Some of us want to change companies. The company has taken all our passport. What should we do here? This is slavery, this is kind of prison. This is you abusing human rights. This is not fair. This kind of life is not fair. Über 2,5 Millionen Ausländer wie Ibrahim leben und arbeiten in Katar.
Das kleine Emirat bezahlt diese Arbeitskräfte aus Asien und Afrika mit den Einnahmen aus ihren Ölvorkommen. Die Migranten stellen 90% der Bevölkerung, aber sie dürfen weder wählen gehen noch eine Gewerkschaft gründen. In einem Einkaufszentrum in Doha begleiten wir diese philippinischen Angestellten. Wir filmen mit unseren Smartphones, damit uns der Sicherheitsdienst nicht festnimmt. Rachel, die Frau im schwarzen T-Shirt, schickt ihren 5 Kindern jeden Monat fast ihren gesamten Lohn, etwa 400 Euro. It's important for your family there? Yes, they waiting for my salary. It's 6645-4964. In diesen Marmorhallen prallen zwei Welten aufeinander. Die Haushalte der Oberschicht verdienen in Katar im Schnitt 20.000 Euro pro Monat. Für sie ist das Einkaufszentrum ein Vergnügungsparadies, in dem nichts zu teuer ist. Rachel und ihre Freundinnen aber dürfen sich das alles nur anschauen. You're taking a picture of what? This one. The view. I take picture. Who will you send it to? My babies, my kids. This is the Mall Qatar inside. Okay. Bye then. Rachel kam 2018 nach Katar und arbeitet dort für den Schönheitssalon einer Katarin. Ihre Chefin schickt sie für Maniküren, Pediküren und Massagen zu den Kunden nach Hause. I make this one nail extension. In 3 Jahren hatte sie noch keinen freien Tag. Usually we start at the morning 9 a.m. until 8:30, like that. But sometimes if the customer she want 10 o'clock. How does it work, your days off? Day off? No, only this. Only this first time. Only two. We get day off. Yeah. Only yeah, first time this one. Every month have a day off, but not a whole day. Only hours. Like 3 hours, 2 hours, like only that. When you came to Qatar, you know that you have one day off? Yeah, we know. Yeah. We signed in the contract, but mostly know. Here in Qatar, not follow the rules, the day off. We know we have day off. That's why I came from Qatar, because I know have day off. Then Baden, no. But we lucky today because she give. Nur ein freier Tag in 3 Jahren. Das ist illegal. Doch Rachel und ihre Freundinnen hoffen, dass dieses Opfer sich eines Tages auszahlt. Die Einwanderer aus aller Welt sind oft bitterarm und träumen vom sozialen Aufstieg. Ihre Vorbilder sind die Menschen, die es in die Mittelschicht geschafft haben. Lehrer, Krankenpfleger oder Buchhalter. Sie arbeiten in Hotels, Restaurants, führen einen Laden oder leiten eine kleine Firma. Ohne sie ginge in dem Land nichts mehr. Im ersten Stock dieses Gebäudes betreibt eine Inderin eine Firma für Wasserfilter. Farzana Shaikh ist 47 Jahre alt und zeigt stolz ihren Erfolg. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? See, this is the water cooler which we are selling. Okay? It will remove the salt and the chlorine from the water, because here in Doha there is like salty water. If you want cold water, you can take it from here. If you want hot water for tea, coffee, etc., you can just fill it in from here. Last month you all did very good business. I'm very happy. It's very nice. Okay? Continue with this month. Farzana begann vor 22 Jahren als einfache Verkäuferin. Heute ist sie die Chefin von 14 Mitarbeitern. Alle stammen vom indischen Subkontinent und verdienen hier 10-mal mehr Lohn als in ihrer Heimat. Okay. Doch dafür müssen sie hart arbeiten. Rajans, target for this month. 15.000 is too less, Musni, for you. Adnan also for you, 15,000 is too less. Asif okay, because he's just come from vacation. I love it.
And this is my, like I said, this is my bread and butter. This is my everything. My house, my office, everything is here in Doha. This is why you came to Qatar? Of course. And alhamdulillah, Qatar has given me everything. Okay, everyone, you all can go to your work. Thank you very much. People die to come here, you know, anywhere. Like if you say abroad, they're dying to come here. They feel that there is a tree of gold here. They'll come here and it'll be easy. But it's not easy because success, you have to have sweat and blood. Der Erfolg hat in Doha seinen Preis. Das Gesetz schreibt Farzana einen Katar als Bürgen vor. Dieses System der Bevormundung von Ausländern nennt sich Kafala. If I'm not a Qatari, like I'm an expat from India, I want to start a business here. I have to take a sponsor, which will be 51%. He'll have ownership over the company. You have to accept some things, you know, you have to bend and twist everything the way you want it to happen because it's business. You have to be flexible. So I can't be hard and fast about anything because this is their country, finally. Farzana sagt, sie käme gut aus mit ihrem einheimischen Partner. Zum Glück, denn im Konfliktfall haben die ausländischen Bürger gegen die Katarer nicht viel zu sagen. In einem Einkaufszentrum treffen wir Ibrahim wieder. Nach fast einem Jahr ohne Lohn beuten seine Chefs ihn nun hier weiter aus. We were brought here in this mall for working in this mall. A day I was working almost 13 hours. Seine neue Aufgabe, Einkäufe einpacken und Einkaufswagen desinfizieren für diesen Supermarkt. Ein Franchisenehmer der französischen Kette Carrefour für die Golfstaaten. Seine Unterhändlerfirma verkauft ihm diese neue Stelle als Beförderung, da sie ihm die Trinkgelder der Kunden in Aussicht stellt, zusätzlich zu einem Monatslohn von 400 Euro. Manager, he told us that we'll get tips and it's good for the first 3 months. We did not get salary. But the end of the 3 months, we all strike. And the manager also said that if anyone strike again, I will deport him. So that was like making a fear to some of us. Die Erpressung wirkte und die Arbeiter beendeten ihren Streik. Nachdem sie 4 Monate später immer noch nicht bezahlt wurden, protestierten Ibrahim und seine Kollegen erneut. In Katar sind Gewerkschaften verboten und die Regierung schlägt im Namen der Sicherheit alle Demonstrationen nieder. Zufällig liegt das Arbeitsministerium direkt gegenüber dem Supermarkt. We decided to go to court. When we reached the labor court, we explained the situation that has been happening. The labor court told us, I'll do something good for you, but I don't want you to like to strike again. If you do this, you are bringing the police here. And then after a few minutes, the police arrived. We were all got arrested. We were taken to police station. Some of us were being released. I was one of them. And some of my friends were deported. Wir baten um eine Drehgenehmigung bei Ibrahims Gericht. Katar eröffnete es 2018 als Reaktion auf die internationale Kritik für die Behandlung der Arbeiter vor der Fußballweltmeisterschaft. Ein paar in weiß gehüllte Beamten vom Informationsministerium begleiten uns. Dieser Angestellte zeigt uns Journalisten den brandneuen Gerichtssaal. Hier ist der Judge-Area. And here's the members, and here's the Reuters. Hier soll die katarische Justiz die neuen Gesetze zum Mindestlohn und den Arbeitszeiten anwenden. So we have too many cases. Like today, our committee will start 2 p.m. And then we have today 25 cases
a lot we take from the employees, like in the work in the, like in the companies, in structured companies, we have a lot. We are working on to increase the numbers of the courts. It will be 5, and with the 5 judges, and we will increase our numbers. Zurzeit bleiben die meisten Fälle mangels Personal liegen. Letzten Dezember bestätigte das Ministerium den Eingang von 2000 Klagen. Doch bearbeitet wurden davon nur 69. The workers, they will get their money from the company, from the police, from the country, from the books. They will take it. But then we have charges of the company. The company will take a charges. But do you have sanctions for the company? Yes. What kind? It's a lot, yeah. and no time. The judge will come. So if you want to see the court, you can see it. Finish. Die Bemühungen um Transparenz gelten wohl nur für diesen leeren Raum. Den Wartesaal filmen oder die Kläger befragen dürfen wir nicht. We must leave the area. Okay, we must leave? Yes. You all should leave? Oh, no, yes. No, I'm only saying that it might not be possible. Theoretisch dienen diese Gerichte zur Verurteilung von Unternehmen wie dem von Ibrahim. Doch in der Praxis kritisieren internationale NGOs eine mangelnde Umsetzung dieser neuen Gesetze und eine Kultur der Straflosigkeit. All our situation was locked. The labor court tried to talk to us. Don't worry, we are processing, we are talking to our boss. Still you lose hope. That is what they want. We really need help from these people. And they don't get help. Why? Ein Jahr dauerte es, bis Ibrahim endlich seinen Reisepass zurückbekam und seinen Arbeitsvertrag kündigen konnte. Doch auf seinen ausstehenden Lohn wartet er bis heute. In einem Vorort von Doha genießen die philippinischen Angestellten immer noch ihren ersten freien Tag seit 3 Jahren. Sie besuchen eine von 8 Kirchen in Doha. Ohne Glockenturm oder Kreuz auf dem Vorplatz. Wegen der Arbeitskräfte aus aller Welt genehmigte Katar neben dem Islam auch andere Konfessionen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ. Seit 2008 dürfen auch Christen in dem erzkonservativen muslimischen Land Gottesdienste feiern. Aber diskret. This is a gift of the country to the Catholic Church also, that we could worship as a Christian. Majority here is Muslim, and we are minority. And then just to respect, we don't put cross outside. All those things that we do on Sundays, we transferred it on Friday, because these are the time that people are free. Rachel ist jetzt 49 Jahre alt. Sie hofft, trotz aller Probleme in Katar bleiben zu können. I'm here in Qatar. My goal is for my babies, my kids. Yeah, because the value of the money here is good for my country. I pray to God, always good health, and finish their studies. Inshallah. I always tell them, fighting. And inshallah, we get the goal. Die ausländischen Arbeiter in Katar wissen, dass sie ihr Schicksal nicht in der Hand haben und dass die Dauer ihres Aufenthalts vom Gutdünken der Behörden abhängt. Sogar die Unternehmerin Farzana kann von heute auf morgen in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Auch nach 20 Jahren lebt sie immer noch sehr spartanisch. Sie kocht auf mobilen Herdplatten
denn sie investiert ihr Geld lieber in ihre Heimat. I've invested in a house and a small little office in India, so that I have some, you know, ground to step on when I, if in case, God forbid, I have to go back. If you're staying here, the first thing anyone thinks of is making something to set a foot over there, so that you have something to fall back on. Farzana und ihre Familie träumen von der katarischen Staatsangehörigkeit, doch die wird nur in Ausnahmefällen gewährt. Das gilt auch für Yassem, obwohl er vor 16 Jahren in Doha geboren ist. You gave him the test papers you finished. I'm almost done with it. Well, I think it's pretty hard. Yeah? Yeah. You feel that you are Indian or you feel that you are Qatari? What's your country? I mean, obviously Indian, but it's all normal over here, so everything's good. He doesn't like India at all. Because he's born and brought up here, so he's used to this place, you know? So he's happiest in his house. Seriously. Like, anywhere we take him, he's happiest to come back home. Yeah, it's sort of become my home country since I'm living here for the last, like, 15 since years. Since the time you were born. I was born, obviously. And, like, everything is good over here. That's it. Would you like to stay here? Yeah, sure. I mean, I like this country a lot. Say 10 years from now, I should be staying here only. Same place with a better, maybe a better office, better, more employees, you know. Grown, my plan is to grow more of, for my business. After, I'd like to stay in Doha, even when I'm retired. And is that something easy? I think after 60, it's very difficult to get a visa, you know. So, I don't know. Ohne Arbeitsgenehmigung gibt es in Katar kein Aufenthaltsrecht. Rentner und Arbeitslose müssen das Land also verlassen. An der Strandpromenade von Doha denkt Ibrahim mit schweren Herzen an seine Zukunft. Er hat noch keine neue Stelle gefunden seit der Kündigung bei der Firma, die ihn nicht bezahlte. Ihm droht nun bald die Abschiebung. Don't have like company that owns me, giving me salary, accommodation. Now I'm going like to my friend. My friend tell me like, okay, today I will go to construction. We go together. I use MetroCard. I go around asking for job, for job, for job. I'm looking for the way forward. My dream was very big about this country. I had a vision. I had goals. When I came here, I thought that this is the place where I will help myself and help the people behind myself. People like my parents, my mother, because she really needs my help. But I did not get anything here. Skyscrapers, nice, it's very good. But to me, I don't see it good. I'm here watching these big buildings whereby people that have been really suffering. Ibrahim hofft, für die Zeit der Fußballweltmeisterschaft noch einen Job zu finden. Danach wird er wohl nach Kenia zurück müssen. Ärmer als davor.